Hallo, liebe Freunde von Grenzenlos Leben. Herzlich willkommen auf dem Kanal heute zum Thema BlackRock schmeißt Tucker Carlson raus. Ja, die Hintergründe des Rausschmisses von Tucker Carlson sind nicht veröffentlicht, aber es ist nicht so wahnsinnig schwer, den Sachverhalt mit 5 Gramm Resthirn zu analysieren. Deswegen, meine Analyse ist, BlackRock schmeißt Tucker Carlson raus. BlackRock, das böseste Unternehmen der Welt, die Organisationszentrale des Deep State, geführt vom Klimajünger und Sektenangehörigen der Klimasekte Larry Fink, vertreten durch die Sprechpuppe Friedrich Merz in Nordkorea 2.0. Also eine Ansammlung des Schlechtesten und Übelsten, was die Welt je gesehen hat. BlackRock hat bei Fox durchgegriffen. Der Hintergrund ist relativ einfach. BlackRock hat im Februar 2023 15% der Anteile oder seinen Anteil bei Fox News auf 15% der Anteile ausgebaut. Und 15% Anteile bei einem solchen Unternehmen ist ein sehr signifikanter Anteil, zusammen mit den Anteilen von anderen Anteilseignern, die indirekt dann wiederum über BlackRock kontrolliert werden, ist meine Analyse, dass Tucker Carlson der Kabale, dem Deep State, dem Bösen auf der Welt, mittlerweile ein Dorn im Auge war, dass sie regelrecht Panik schieben über all das, was er rausgehauen hat in den letzten Wochen und Monaten. Und dass es für sie Zeit war, in einer Art Verzweiflungsaktion diesen wahrheitssagenden Menschen in die Wüste zu schicken. Zu spät, ihr Deep State-Verbrecher. Zu spät, liebe Deep State-Mafia. Denn die Wahrheit hat sich Bahn gebrochen. Diejenigen, die jetzt glauben, dass Tucker Carlson mit seiner Sendung am 19. April die rote Linie überschritten hat, denen wage ich zu widersprechen aus dem einfachen Grunde, das kann der Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte, als Tucker Carlson die Bresche für Kennedy und seine Kandidatur um die Präsidentschaft geschlagen hat, also für Robert Kennedy. Aber das kann es nicht allein gewesen sein. Diese Sendung, in der er die Medien frontal angegriffen hat, die Verlogenheit der Fake News und der Lügenpresse offenbart hat, indem er die Todesspritze, die Biowaffe klar markiert hat, das war starker Tobak für den Deep State und für die Verbrecher, die diese Welt zerstören wollen. Aber das war mit Sicherheit nur der Gipfelpunkt. Und sie haben mittlerweile vor ihm wahrscheinlich jede Woche gezittert oder jeden Abend gezittert, wenn er auf Sendung ging, was er wieder raushaut. Allein das Trump-Interview, wo er das Nord Stream-Märchen wunderbar offenbart hat. Er hat jedes heiße Eisen angefasst, was dem Deep State wehtut und was zeigt, wie böse die USA vom Scheitel bis zur Sohle in Washington sind. Das betrifft nicht nur Demokraten, das betrifft ganz ausdrücklich auch Republikaner, die ganzen Rhinos, die dort sitzen. Diese ganze Bande, dieses organisierte Verbrechen, was sich Washington nennt, ist abschussreif. Und darauf hat Tucker Carlson hingewiesen. Tucker Carlson war, ist und wird immer die Stimme von We the People bleiben. Und Tucker Carlson ist nicht mundtot. Natürlich können sie ihn genauso wie die Kennedy-Brüder behandeln. Das tut die CIA ja gerne. Das heißt, er wird verschwinden und ermordet werden oder. Aber auch auf die Dinge hat Tucker Carlson ausreichend hingewiesen, auf die schleppende, um es mal freundlich auszudrücken, Veröffentlichung der Kennedy-Files, die die Wahrheit über den Mord an Kennedy hervorbringen würden, und auf viele, viele andere Dinge, die diesen Verbrechern, die in Washington noch ihr Handwerk treiben, auf die Füße fallen werden. Denn das Gute wird siegen. Das Gute wird ganz sicher siegen. Und diese Schweine, die die Welt zerstören wollen, diese Verbrecher,
die bei BlackRock und den anderen Kapitalsammelbecken sitzen, denen steht das Wasser schon bis hier. Die müssen schon regelmäßig den machen, damit sie noch Luft kriegen. Auch Chase beispielsweise, die größte Bank der Welt und die böseste Bank der Welt mit ihren Machenschaften mit Jeffrey Epstein, auch die Deutsche Bank. Denn das Thema ritualisierte Kindermorde, Satanismus wird immer lauter, dringt immer mehr in die Köpfe der Menschen. Da hilft es nichts, einen Oberst Eder wegzusperren. Da hilft es nichts, eine Dorothea Thuhl wegzusperren. Da hilft es nichts, in Verzweiflung gegen diejenigen, die Epstein-Schweinereien aufdecken, vorzugehen. Die Wahrheit kommt irgendwann immer raus. Und das ist das Schöne an dieser Welt. Ich bin gespannt, wo Tucker Carlson enden wird. Bei Redacted, Clayton Morris, die beiden waren Kumpels. Und alle diejenigen, die jetzt analysieren, dass das für Tucker Carlson ein Rückschritt ist, das ist wohl eher lustig. Bei Fox News hat er viel Geld verdient, aber Tucker Carlson kann hier in Amerika sehr viel mehr Geld verdienen, wenn er sich selber vermarktet. Megyn Kelly ist dafür ein gutes Beispiel, die mittlerweile bei SiriusXM gelandet ist, ihre eigene Show und ihren eigenen Podcast hat und die auch eine der Ikonen des wahren Journalismus ist. Clayton Morris mit Redacted hat immerhin 2 Millionen Follower auf YouTube und Hunderttausende, die die Abonnements von Redacted mit 50 Euro Dollar im Jahr bezahlen. Kannst du ja mal ausrechnen, wie viel allein das ist. Also es ist für diejenigen, die große Reichweite haben, die prominent sind und die Wahrheit sagen, meines Erachtens sehr viel attraktiver, eigene Angebote zu unterbreiten, weil der Lügenpresse, den Fake News, den glaubt eh keiner mehr. Sollen sie doch Fox abschalten, sollen sie doch Fox zerstören, denn das ist meines Erachtens der Plan von BlackRock. Und sollen sie sich mit ihrem ganzen Scheiß von CBS, ABC, CNN, ARD, ZDF und dem ganzen Schmutz der ganzen Lügenpresse ihr Feigenblatt noch einen Moment der Geschichte hochziehen, damit sie nicht enttarnt werden. Aber der Untergang, der kommt. Der Untergang ist da. Ob der noch 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre dauert, scheißegal. Aber die Wahrheit hat noch kein Despot, noch kein Diktator, noch kein Nazi, noch kein Faschist und noch kein Kommunist dauerhaft verbergen können. Ich freue mich auf die ganze Wahrheit. Euer Klaus von Grenzenlos Leben.